And now Splice will go for one final desperate play. Bantz is already dead. 15 seconds left. It's a one possession game. Everybody alive for Orbit. I just don't see how this happens. Two players now dead. Mad Cat and crew trying to push on up. They need to grab the drone. They have nobody on it yet. The lead blocker barely staying alive. There's not enough time. Your champions will be Orbit in the second best of five. They do not let down in this grand final. Congratulations to Orbit, your CWL London champions. Was geht ab, Leute? X-Party wieder am Start für euch. Herzlich willkommen zu einem Video hier wieder auf dem UX-Channel. Heute mit Brille und UX-Cap auf jeden Fall am Start, Leute. Viele von euch wissen natürlich, dass ich wie immer so der COD-E-Sport-Typ bei uns bin. Allgemein E-Sport sehr feier. Und viele von euch wissen auch, dass am Wochenende Gfinity in London stattgefunden hat. Das erste Call of Duty World League Event in Europa. Da konnte man ordentlich Preisgeld und viel, viele wichtige, vor allen Dingen Pro-Points sammeln. Darum ging es auch eigentlich bei den meisten Teams, darum überhaupt dahin zu fahren. Also deswegen sind sie überhaupt dahin gefahren. Overall konnte man nämlich einen Preispool von $25.000 abstauben, also britische Pfund, glaube ich, oder wie auch immer, auf jeden Fall $25.000 und ist wirklich schon eine Menge Geld, aber es ging natürlich auch um die wichtigen Pro-Points, ja. Ich habe schon mal ein Video gemacht zu den Pro-Points, könnt ihr auf jeden Fall in der Beschreibung abchecken, da erkläre ich euch erstmal, was denn überhaupt Pro-Points sind und so ist natürlich hier auf dem Channel auch am Start, deswegen checkt das erstmal ab, wenn ihr jetzt nicht wisst, wovon ich rede. Wenn ihr aber wisst, wovon ich rede, dann kann ich euch natürlich sagen, dass das erste Team, beziehungsweise das Team, das erster gewonnen ist, und da jeder Spieler quasi 5000 Pro-Points hätte kriegen können, wenn sie denn das Ganze gewonnen hätten. Also auf jeden Fall eine riesengroße Menge. Und warum sind Pro-Points überhaupt so wichtig? Wir haben jetzt beide noch ja, ESWC in Paris und natürlich MLG Atlanta, wo natürlich auch einige europäische Teams da sein werden. Und desto mehr Pro-Points man hat, desto besseres Seeding. Deswegen Leute, ganz, ganz wichtige LAN, die jetzt am Wochenende war. So, erstmal ein bisschen zur LAN quasi. Es war Gfinity. Gfinity findet immer in London statt. Eigentlich ein sehr, sehr teures Pflaster. Insgesamt waren da 16 Teams und ja, wie gesagt, $25.000 Preispool und natürlich eine Menge, Menge Pro-Points, die man da gewinnen hätte können. Natürlich war das ganze Turnier nur für EU-Teams only, also wie gesagt, es war ein europäisches Turnier und keine amerikanischen Teams waren dabei. Natürlich waren auch einige deutsche Spieler dabei, beziehungsweise deutschsprachige, unter anderem UFB Slays von Fab, mit dem halt früher sogar noch selber zusammengespielt, also das war noch Zeit, das war Advanced Warfare, also ist noch überhaupt nicht so lange her. Aber cool, dass er auf jeden Fall jetzt bei seiner richtig ersten LAN quasi jetzt war. Ja, wie gerade schon gesagt, Fab war da, unter anderem mit Kiwi und so weiter. Ihr kennt das Roster wahrscheinlich. Dann war auch Schucks dabei oder Schux. Ich weiß nicht, wie er ihn immer nennt. Jeder nennt ihn, glaube ich, irgendwie anders. Auf jeden Fall der Bärtige. Aber auf jeden Fall schönen Grüße an dich, Digi. Er war auf jeden Fall auch am Start mit seinem Team. Ja, und dann natürlich so die üblichen Verdächtigen. Zum Beispiel Tommy, der jetzt unter Fnatic spielt. Oder ein Marky B. Ein Mad Cat, der jetzt unter Splice spielt, oder ein sehr, sehr starkes Orbit mit Zero, also wirklich ein sehr, sehr bunt gemixter Haufen, der da aufeinander getroffen ist quasi. Predictions gab es natürlich schon ein bisschen, man muss sagen, es gab natürlich so die ein oder anderen Teams, die wirklich sehr, sehr als Favoriten da gegelten haben und natürlich gab es auch so die ein oder anderen, ja, Teams, die gerade so geschafft haben, überhaupt dahin zu fahren, aber es war halt sehr, sehr wichtig wegen den Pro-Points auch. Und wenn man dann natürlich nicht da war als Team, beziehungsweise als Spieler, wird es dann in der Zukunft sehr, sehr schwer leider. Aber man gibt dann natürlich sein Bestes, genau wie unser Team von UX. Ich lese jetzt mal ganz kurz so die Teams vor und ich blende euch die ein, dann könnt ihr noch mal ganz kurz gucken. Und zwar war dabei Splice, Rare Gaming, Fab Games, Bando, Elevate, Imperial, Orbit, 3G, Cyclone, Millennium, Infused, Fnatic, Black Forest Games, Hadouken, Intition, oder Intuition und Epsilon Esports. Also eine Menge, Menge dabei. Viele, viele auch wirklich namhafte ja, Organisationen dabei. Unter anderem jetzt auch zum Beispiel Fnatic. Ja, finde ich übel geil, dass die jetzt auf jeden Fall da sind, Leute. Wirklich richtig geil. Und mein Team to watch war auf jeden Fall meiner Meinung nach Orbit. Bin ich ganz ehrlich. Weil ich finde, klar hat Splice auch ein starkes Team mit Jerd, Madcat, Josh und Bands. Aber Zero hat so, so krass gespielt in Black Ops 3 irgendwie, der hat sich so krass verbessert mit seinem Team, also allgemein mit Infused, die haben so krass gespielt. Ich traue dem Orbit-Team eigentlich echt viel zu, obwohl viele eigentlich Splice auf der Rechnung hatten, ja, dass sie das Ganze gewinnen, was sie im Endeffekt nicht gemacht haben, aber zu den Endplatzierungen kommen wir auf jeden Fall gleich noch. Da waren natürlich auch so Teams bei, wie zum Beispiel ein Millennium, ja,
das jetzt überhaupt nicht so stark war, war er dabei, einfach um PowerPoint zu sammeln. Kommen wir einfach mal ganz kurz nochmal zu den Gewinnern jetzt. Also die Gewinner, die jetzt da quasi Gfinity gewonnen haben, beziehungsweise sehr, sehr viele PowerPoints gewonnen haben. Gewonnen hat das ganze Orbit, Team Orbit. War jetzt nicht, also schon überraschend auf jeden Fall, weil wie gesagt, die meisten an Spicer-Verrechnungen. Ich hätte aber trotzdem ehrlich gesagt ein bisschen mehr mit Orbit gerechnet. Ich weiß, dass Splice ja mit Jared, Madcat und so weiter und so fort echt ein starkes Roster haben. Aber ich irgendwie, ich weiß nicht so. Das Team passt meiner Meinung nach nicht so gut zusammen wie in Orbit. Und ich weiß nicht, deswegen hatte ich da einfach echt wirklich Orbit im Gefühl quasi von Anfang an. Und die haben das Ganze natürlich auch gewonnen. Auf jeden Fall Orbit erster, Splice zweiter. Also wirklich, so habe ich das schon ein bisschen erwartet. Es war übrigens auch so ein Team dabei wie Black Forest Games. Black Forest Games ist ja auch eine deutsche Spielefirma, beziehungsweise die entwickeln Spiele in Deutschland. Sitzen, glaube ich, sogar in Paderborn, wo ja auch ein Torres gespielt hat. Haben aber richtig auf den Sack bekommen, meiner Meinung nach, bei dem ersten Spiel. Hat er, glaube ich, auch selber auf Twitter gepostet, dass er noch nie so auf den Sack gekriegt hat in seinen ganzen 7 Jahren oder 8 Jahren, die er jetzt Competitive Call of Duty online oder international spielt. Und es war auf jeden Fall schon heftig. Und Epsilon war auch sehr, sehr stark, meiner Meinung nach. Aber ich freue mich wirklich auf die... Ja, auf MLG Adenta jetzt. Ich glaube ehrlich, dass die europäischen Teams mittlerweile so, so weit sind. Krass, sind eigentlich mehr englische Teams, aber wir sagen immer europäische, ja, ihr wisst Bescheid. Dass die europäischen Teams mittlerweile so weit sind, dass wir auch gut gegen die amerikanischen Teams durchhalten oder gegenhalten können. Bald ist ja jetzt MLG Atlanta. Ich glaube, in 2 Wochen, wenn ihr das Video seht. Danach ist noch ESWC und so. Also da kommen auf jeden Fall noch Mengen auf euch zu, Leute. Deswegen, das war's schon wieder von mir. Ich will mich jetzt ein bisschen kurz halten, weil das hier ging, glaube ich, schon recht lange. Ist übrigens auch ein sehr, sehr geiles Gameplay im Hintergrund. Checkt den Spiel auf jeden Fall in der Beschreibung ab. Und das war's von mir, Leute. Haut rein. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und immer schön Effekt trinken.